Ich wäre glücklich, wenn ich wieder für sie arbeiten könnte, aber leider schulde ich Harker doch drüben eine ziemliche Menge Geld. Sie schwenkte ihren Kopf zur entfernten Seite der Bar hinüber. Der blöde Würfel hat mir zur falschen Zeit Pech gebracht. Bis ich ihm zurückzahle, was ich ihm schulde, 700 Pires, gehe ich nirgendwo hin. 700 Pires geben, hier zahlt deine Schulden ab. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gibt es etwas anderes, das ich tun kann, um dich rauszuholen? Besprich das mit Harker, vielleicht fühlt er sich ja großzügig. Sie pustet, als ob sie einen Scherz gemacht hätte. Assuming he doesn't, or you survive it, you ought to know, he hides his money in his private quarters. Es ist wahrscheinlich... It would be a shame if someone stole it. Es ist wahrscheinlicher, dass er dir ein Messer zwischen die Rippen rammt. Mal angenommen, er tut es nicht oder du überlebst es, solltest du wissen, er versteckt sein Geld in seinen privaten Räumen. Wäre schade, wenn es jemand stehlen würde. Ja, was kannst du mir über Harker erzählen? Du hast die Gerüchte nicht gehört, vermute ich mal. Ihre Stimme senkt sich zu einem rauen Flüstern. Einige Leute behaupten, er wäre der Rote König. Wer nochmal? Jetzt komm schon, du führst mich doch an der Nase herum. Der Rote König war ein Pirat mit einem Groll gegen die Valianischen Republiken. Er hätte schon vor Jahren sterben sollen. Ihre Augen funkeln vor Aufregung, als sie die Geschichte erzählt. Aber einige Leute sagen, er habe seinen Tod vorgetäuscht, um dem Zorn der Valianischen Republiken zu entkommen. Dave lehnt sich näher heran, um ganz dicht an deinem Ohr zu flüstern. Die gleichen Leute sagen, dass Harker der Rote König war. Sie leckt über ihren Mundwinkel und richtet sich auf. Sie glättet ihre Haare mit zitternden Fingern. Ich würde nicht fragen, ihn darüber zu fragen, wenn du weißt, was ich meine. Harker hat eine nasty Reputation. Eine real violent Disposition. Und besides, people in this port generally don't like others prying into their past. Ich würde mich nicht nach ihm erkundigen, wenn du weißt, was ich meine. Harker hat einen grauenhaften Ruf, eine wirklich gewaltige Gefahrenlagung. Außerdem mögen es die Leute in diesem Hafen generell nicht, wenn andere in ihrer Vergangenheit herumschnüffeln. Erzähl mir doch mal, was dich daran hindert, diesen Ort zu verlassen. Mein Leben endet in debt to Harker. Every time I manage a payment, the interest has gone and doubled. Meine nicht enden wollende Schuld bei Harker. Jedes Mal, wenn ich etwas zahlen kann, hat sich der Zins verdoppelt. Dann gucken wir mal, was wir bei Harker herausfinden. Beziehungsweise hier sein Privatgemächer. Wo sind seine Privatgemächer? Ja, das ist die Freudenkabine. Das ist das Spielzimmer. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Verkaufst du zufällig Feuerseetang-Extrakt? And at a generously discounted price too. Aber sicher und zu einem großzügig reduzierten Preis. 250 Pires. Ich nehme eine Fiole. You don't get any of it in your eyes. Burns like a mother. Oh, burns like you wouldn't believe. Wouldn't wish that sting on anybody. Not even my worst enemy. Sei vorsichtig, dass du nichts davon in die Augen bekommst. Brennt wie ein Verflucht. Er brennt unglaublich stark. Würde dieses Stechen keinem wünschen, sogar nicht meinem ärgsten Feind. Ehrlich gesagt, ja, würde ich. Er kichert tief in sich hinein, als er dir die Fiole mit Feuerseetang-Extrakt reicht. Ja, du hast 250 Kupfer verloren, bla bla bla. Ich habe Gerüchte gehört, dass du der Rote König, der berühmt-berüchtigte Pirat seist. Infamous to his enemies, famous to his friends. Berüchtigt bei seinen Feinden, berühmt bei seinen Freunden. Er verzieht seine Augen zu einem schmalen Schlitzen und mustert dich von oben bis unten, bevor er mehr wagt. Folks decided to call me the Red King. I had nothing to do with that. But I didn't tell them to stop neither. Die Leute haben beschlossen, mich den Roten König zu nennen. Ich hatte nichts damit zu tun, aber ich habe auch nicht gesagt, sie sollen damit aufhören. See, the Valian Republics drove my Dar out of business. And I repaid them in kind by taken their ships and their treasure. Verstehst du, die Valianischen Republiken haben mich um mein Geschäft gebracht und ich habe es ihnen heimgezahlt, indem ich ihnen ihre Schiffe und ihre Schätze genommen habe. Eine ganze Menge davon. I'm right tired of ship hunters crawling up my ass every time I went out to sea. So I paid off my crew, scuttled this ship here, and went my merry way.
War aber der Schiffsjäger müde, die mir jedes Mal den Arsch gekrochen sind, wenn ich raus auf See bin. Habe also meine Mannschaft ausbezahlt, dieses Schiff hier ausgeweidet und bin meines fröhlichen Weges gegangen. In anderen Worten, der Red King ist tot. Und wenn du mich any more about it, you will be too. Also ich habe Angst vor dir. Mit anderen Worten, der Rote König ist tot. Und wenn du mich weiter danach ausfragst, bist du es auch. Dann lebe erstmal wohl. Also hier sind Piraten und Konkubinen. Also ja, gib mir mal einen Dietrich. Ich habe sowieso genug im Lager. Mist, ich wurde beim Stehlen ertappt. Also ja, aufmachen kann ich, ohne dass was passiert. Denke ich mal. At once. Ich bin immer auch in seiner Hörreichweite. Da bin ich in ihrem Sichtkegel. I'd be glad to. Dein seinem. Okay. Just a moment, please. There you go. Ach ja, und Seraphin sein Level abgeben. Mechanik, Athletik. Gebe ich ihm mal Athletik und mehr Tiefblick. Fähigkeitsmäßig. Geisterplage zerstört zielgenau die Erinnerung eines Feindes, wodurch dieser verwirrt und benommen wird, bevor sie schnell auf weitere Feinde überspringt. Das klingt gut. Kriegsball. Fertig. What can I do? Absolutely. Hier bin ich auch nicht getarnt, okay. Indeed. Okay, es baut sich ganz langsam auf. Und ich kann wieder raus. Gut. Gut, ich habe ihm jetzt sein Geld geklaut. Und damit kann ich ihn jetzt ausbezahlen für die Magierin. Ich möchte Terenas Schulden begleichen. The woman can spot a soft-hearted mark from 50 paces, like a sixth sense or something. Remarkable. Hat dich erwischt, oder? Die Frau kann ein weiches Herz auf 50 Schritte Entfernung erkennen. Wäre ein sechster Sinn oder so, bemerkenswert. Er nickt dir verschwörerisch zu, als hätte er nicht gerade angedeutet, dass du ein Gimpel wärst, den man leicht Geld abknüpfen kann. Here's the thing, though. It's more profitable for me to keep her under my thumb, so sweet as your offer is. Die Sache ist nun mal die, es ist rentabler für mich, wenn ich sie unter Aufsicht habe. So verlangend dein Angebot auch ist, du kannst dein Geld behalten. Unless there's something else you need, I think we're done here. Wenn du sonst nichts brauchst, sind wir hier fertig, denke ich. Er wendet sich ab und fängt an, etwas unter der Bar herumzufummeln. Als er das tut, siehst du Pistolen mit roten Griffen aus seinen Hosenbund tragen.
Wirst du etwas anderes im Austausch gegen ihre Freiheit annehmen? If I wanted something else, I'd have asked for it. Wenn ich etwas anderes hätte haben wollen, hätte ich danach gefragt. Was, wenn ich die Summe verdopple? Sieh dich an. Sieh dich an, großer Verschwender. Der redet ziemlich langsam. Sieh dich an, großer Verschwender. Sei aber vorsichtig. In dieser Gegend solltest du nicht zu verzweifelt wirken. Die Piraten riechen das so leicht wie einen stinkenden Fisch. Er zwinkert. Tiana kann gehen. Okay. So, Pietro. Verflucht sei mein Bauch, töte mich einfach. Mit käsiger Haut und schweißbedeckter Oberlippe taumelt der Seemann und stöhnt. Verwirft sei meine gottverdammte Seele und meine Dummheit. Ondra, hol mich jetzt. Ihm die Zutaten für Ondras Gallensaft geben. Wo soll er sagt, dass das hier funktionieren sollte? Mit zitternden Händen mischt Peteo die Zutaten in einen halb mit Wasser gefüllten Holzkrug. Er schluckt noch einmal nervös, dann nimmt er einen Krug zu seinen Lippen und schluckt das Gebräu runter. Zunächst passiert nichts. Er schüttelt den Kopf mit grimmigem Blick. Oh. Aber dann wird er bleich wie Kreide. Seine Kehle sprenkelt sich rund und er öffnet überrascht den Mund. Oh Gott! He's coming out the other end now. Oh Götter, er kommt jetzt am anderen Ende heraus. Eisenbauch hebt den erbrochenen, bedeckten Edelstein auf. Er sieht aus wie eine schwarze Perle in der Größe eines kleinen Steins. Er wischt ihn kurz ab und drückt ihn dir in die Hand. Schwarze Perle, ja. Der Gegenstand wurde in der Lager abgelegt. Oh, now, if you'll excuse me, I need a change of bottoms. Und nun, wenn du mich entschuldigst, ich muss meine Unterwäsche wechseln. Er verkneift sich ein Fluchen und läuft davon. Ja, Eisenbauch. Eisenbauch Pietro erbrachte den Edelstein und gab ihn mir mit Dank, nachdem er ihn sauber gemacht hatte. Ja. Wieder ein zufriedener Kunde mehr. So. Endless thanks for taking care of my debt. See you at the play. Mhm. Das heißt, wir haben das auch erledigt. Wir können jetzt zum strahlenden Hof zurück. Etliche Rohlingen kommen aus den nahen Gassen. Wer will jetzt Prügel von uns? Was, nur fünf? Well, well. If it isn't Arca's new business partner. That's quite a lot of coin you two exchanged. Sieh an, wenn das nicht Harkas neuer Geschäftspartner ist. Das war ja eine Menge Geld, das zwischen euch die Hände gewechselt hat. Wir sind keine Geschäftspartner. Das war ein einmaliges Geschäft. Harka ist tot. Wer, ich kenne diesen Harka nicht, von dem du redest. Was geht dich das an? Du stehst mir im Weg. Was geht dich das an? Everyone knows Harka's aiming to come out of retirement and slice off a bigger part of damage for himself. Maybe he even wants to steal a seat on the council. We can't be letting someone of your reputation back him, now can we? Jeder weiß, dass Harka aus dem Ruhestand zurückkehren und eine größere Scheibe von Stauholz für sich abschneiden will. Vielleicht will er sogar einen Sitz im Rat ergaunern. Wir hören nicht zulassen, dass jemand mit deinem Ruf ihn unterstützt, oder? I think I'll send him your head. As a reminder to stick to selling grog and flee infested beds. Ich denke, ich schicke ihm deinen Kopf als Erinnerung, dass er beim Verkauf von grog und verwalzten Betten bleiben soll. Okay, hier sollte ich auch in den Nahkampf wechseln. Oh, da hat Palegina einen ziemlich zerfetzt. Okay, der ist weit genug weg, um wieder in Fernkampf zu wechseln. Und der ist auch tot. Oh, Ring des geringen Schutzes. Kannst du gern haben. Die sind 9 wert, die sind 1 wert. Kommt ein bisschen Geld.
Durch die See verwittertes Zauberbuch. Stiefel für ihn noch vielleicht?